Ja, ich habe es hier auf den Seesaibling probiert, an dem See, wo ich gerade bin, musste feststellen, es läuft verdammt gut. Ja, an der folgenden Stelle bin ich hier, ja, weiter links, sage ich mal. Auf jeden Fall an dem See. Warum sage ich gut? Ich habe jetzt hier knapp eine Stunde geangelt. Konnte bis jetzt meinen größten Saibling fangen. Also ich habe in einer Stunde zweimal Diamant hier gehabt. Einmal 16 Kilo und einmal 22 Kilo. Also den Erfolg mit 20 Kilo habe ich hier geschafft. Ansonsten Gold. Ich sag mal, es ist nicht die Masse, die ich hier gefangen habe. Aber ich habe halt direkt den ersten Fisch. Der war Diamant. Und dann habe ich es mit größeren Ködern hier rumprobiert. Also die Bissfrequenz ist... Okay, man könnte jetzt sogar die kleinen Köder nehmen, aber ja, so braucht man nicht. Also finde ich, an dem See zumindest. Also das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Das macht Sinn, hier mit großen Ködern zu angeln. Und dementsprechend sind auch meine Ruten. Einmal habe ich hier den Jerkbait, kann man dran machen. Dann kann man hier auch den anderen und dran machen. Dann habe ich hier einmal auf den Gaub, das war der Köder, auf den ich den größeren Fisch gehabt habe. Die anderen Diamant hatte ich hier auf Shad. Also ich sag mal, gut, ich bevorzuge immer noch hier das Jiggen. Man fängt sie aber auch mit dem Jerkbait. Ja, wo ich sag mal, ich bin jetzt paar Mal hier umgefahren schon. Das würde ich jetzt auch wieder machen. Ich würde da hinten eher ein bisschen an die Boje jetzt wieder fahren. Machen wir mal eben, machen ein paar Würfe. Ja, hier gibt es so eine tiefe Stelle, die man befischen sollte. Aber ich glaube, das ist wieder irrelevant, wo man hier hinwirft. Das ist eher so ein bisschen glückabhängig. Wir probieren es jetzt einfach mal aus, mal gucken, wie schnell oder... Ja, die Drills kommen auf jeden Fall im Nachhinein. Wie gesagt, auf der Map habe ich es euch gezeigt. Also der Spot ist top, definitiv. Ja, also ich bin das erste Mal in dem Spiel überrascht worden jetzt. Ich sag mal, hier machen die gut dicken Ruten Sinn und dementsprechend auch, ja, man drillt hier so ein bisschen und hat nicht den Fisch direkt draußen. Das ist auf jeden Fall ziemlich nice. Okay. Ja, Sekunde, nochmal den Köder zeigen hier. Den schmeiße ich jetzt rein mit dem 3-0er Haken. Ja, ganz simpel, ja, da haben wir die tiefe Stelle, 50 Meter tief ist es hier. Ja, abwarten, bis der Köder, ja, ich sag mal, fast unten ist. So 5 bis 10 Meter vorher anfangen zu jiggen. Und gut ist. Also eigentlich easy going. Und ja, der Spot, also ich muss schon sagen, der Spot macht Laune. Wie nicht die Menge, sondern der Fisch, der hier beißt, der macht Laune. Also, ich kann es euch nur ans Herz legen, probiert das hier aus. Das ging eigentlich relativ schnell. Ich war hier, glaube ich, 10 Minuten, dann habe ich den ersten Diamant hier gezogen. Also, sehr cool. Und ja, einfach hinfahren und Spaß haben, so gesehen. Hier gibt es auch die Aufgabe. Ich glaube, der Weißfisch war hier. Und ja, gut. Nur so zur Info. In Gold musste man den hier, glaube ich, fangen. Ja, einfach jiggen. Ich gehe jetzt mit der Geschwindigkeit auch gar nicht weiter runter. Ich werde jetzt hier auf 3 einfach nur, ich sag mal, 5 Meter reinziehen. Und dann, ja, so eine Pause wieder machen und weiter jiggen. Genau das ist der Vorteil, wie
wie ich finde, zu den anderen Ködern, dass man hier einfach nur, selbst wenn der Köder jetzt 5 Meter über dem Boden ist, jetzt kann man den wieder einfach nur absinken lassen und weiter jiggen. Und ja, man kann es auch mit Stop and Go, mit Jerkbait machen, aber keine Ahnung, ich bin irgendwie zu faul dazu, glaube ich. Jo, so sieht's aus. Auf jeden Fall ganz cool, dass es auch mal ja was Positives gibt. Ist schon ganz nice hier. Die Bissfrequenz, wie gesagt, ist eher lau, weil die großen Köder dran sind. Man kann jetzt hier dahergehen und die kleinen Köder dran machen. Ich glaube, hier wird die Bissfrequenz ziemlich hoch sein. Aber die Gold- und Diamantrate geht natürlich dadurch flöten, weil man ja, viel mehr drillt und ja, eher weniger versucht, den großen Fisch hier einen Haken zu kriegen. Vielleicht ist das mein Fehler bis jetzt gewesen. Vielleicht sollte ich das am großen See auch mal ausprobieren. Werde ich die Tage mal machen. Damit den großen Ködern einfach mal komplett den See abfischen. Mal schauen, welche Erfolge ich da haben werde. Ich bin definitiv gespannt. Jetzt haben wir schon die Tiefe hier 51 Meter. Ich stehe ja nicht vom Vorteil, definitiv nicht. Ich müsste weiter, ja, ich sag mal, weiter nach da irgendwie. Weil hier ist bis jetzt die tiefste Stelle, die ich gesehen habe. Und der Köder, der geht jetzt nicht mehr bis zum Boden. Und das ist nicht so cool. Das ändern wir gleich. Wir fahren jetzt gleich nochmal um. Jetzt noch ein bisschen jiggen. Vielleicht folgt da noch einer. Und jetzt kann ich eigentlich schon einholen komplett. Das macht keinen Sinn, hier im Mittelwasser oder irgendwas zu probieren. Einfach jetzt komplett rein. Ich fahre jetzt nochmal um. Was ich gesagt habe, nein, nicht die Route wechseln. In der Boje direkt ist nicht so cool. Fahren wir jetzt so ein Stück nach hier. So, hier probieren wir es jetzt. Okay, nicht in dieselbe Richtung, sondern in die Richtung werfen wir jetzt einmal. Ich hoffe, ich kriege jetzt natürlich einen Fisch dran, aber ja, sicher bin ich mir nicht. Aber ich sagte schon, Bissfrequenz eher lau, aber die Fischgröße ist sehr gut. Ja, ich glaube, das ist eher besser, wie ich jetzt stehe. Jetzt werfe ich eher ins Loch rein. Ja, auf jeden Fall. Probiert es aus, das macht schon Laune. Natürlich sollte man schon die passenden Routen dafür haben. Also mit kleineren Routen wird es, glaube ich, schwierig, den 22 Kilo da zu ziehen, den ich da hatte. Ich war ziemlich überrascht, dass der 22 Kilo hat. Aber ist ganz cool. Ja, Drills kommen, was ich schon gesagt habe. Also am Ende werde ich sie reinschneiden. Dass ihr ja auch was seht, dass ich die auch wirklich hier gefangen habe. Jiggen wir jetzt ein bisschen an derselben Stelle. Okay, ich habe hier einen Bug oder so. Okay, und da haben wir einen Fisch. Der ist, glaube ich, nicht so groß. Das wird nur ein Gold sein oder so. Ja, das wird nur ein Gold sein, leider. Ja, was ist das leider? Also immerhin Goldrank, Seesaibling oder Seeforelle, wie man auch immer die nennen möge. So. Auf jeden Fall nice Spot.
Wenn ihr mal ein bisschen Spaß haben wollt im Game, hierhin. Auf jeden Fall ganz nice. Häufiger mal die Stelle wechseln, nicht in dieselbe Richtung werfen. Das ist ja das Standard halt. Also, das gehört zu diesem Spiel. Und hier ausnahmsweise wirklich die großen Haken zu empfehlen. Ja, man sieht schon, den kriege ich relativ locker rein. Das wird nun Gold. Also der 22 Kilo, da hat man direkt gesehen, da gab es deswegen die Bremse jetzt auf 55% zu. Ja, der hat da schon sogar Schnur genommen, was ziemlich überraschend ist. Mach mal gleich nochmal den Check dran, um zu zeigen, dass es auf den auch geht. Ja, wie gesagt, wird nur Gold, 13 Kilo. Sieht trotzdem fett aus, der Fisch. Also. Okay, so. Nehmen wir den Chat. Genau, den Chat wollte ich haben. So, ich habe in die Richtung. Jetzt werfe ich noch ein bisschen in die Richtung. Ja, ich stehe jetzt schon ziemlich gut. Also, so ungefähr sollte man sich hinstellen. Funktioniert wunderbar. Ich bin mal begeistert, ehrlich. Also, dass ich hier noch irgendwie positiv überrascht werden könnte, hätte ich nicht erwartet. Aber das hat mir heute schon Spaß gemacht hier an der Stelle. Hat man nicht jeden Tag in dem Spiel. Vielleicht sieht es bei euch anders aus, aber manchmal sucht man hier Fische und verzweifelt dran. Man denkt, hier gibt es keine Fische. Jetzt warte ich so ein bisschen, wie gesagt, falls da hinten irgendwo einer direkt jetzt dran ist. Es ist ja nur wichtig, dass das Jig da steht. Der Rest ist völlig egal. Der Köder muss sich nicht bewegen. Ja, und dann immer gucken, dass man nicht zu hoch vom Boden wegkommt. Dann immer diese Stops und einfach weiter jiggen, dass man wieder am Boden kommt. Natürlich sollte das Jiggen auch stehen, wenn man es macht. Jetzt wird er wild. Das hat er nicht aufgepasst, hat schon 10 Meter reingekurbelt. Das ist viel zu viel. Dürfte ich eigentlich nicht machen. Ich hoffe, ich kriege jetzt trotzdem noch was. Ja, auf jeden Fall war das scheiße gerade, was ich da gemacht habe. Viel zu viel gekurbelt. Hier gar nichts mehr, ne?
Ja, falls da auch ein Fisch war, ne? Ich habe den Köder einfach nur vom Fisch weggezogen. Das war ziemlich dumm. Ein bisschen. Aber der Köder kann ja gar nicht mehr bis zum Boden absinken. Wir haben hier 49 Meter Tiefe, 42 Meter Schnur. Dementsprechend kann man hier einfach nur wieder komplett rein kurbeln. Jetzt probieren wir mal in die andere Richtung da. Werfen wir mal dahin. Ja, und wie gesagt, das Wichtigste ist hier ein bisschen Luck mitzubringen und da funktioniert das. Jo, so sieht das aus, ne? Fangen wir an zu jiggen. Könnt jetzt auch auf Geschwindigkeit 1 einfach nur langsam einziehen und jiggen. Aber ich glaube, das macht ja doch, macht schon Sinn, ne? Man muss sich ja nicht abhetzen hier. Wir sind immer noch beim Angeln. Was ist denn jetzt mit dir? Ich glaube, ich bin schon zu müde. Naja, was sonst? Man kann hier richtig nice farmen, also. Ich denke, wenn man hier jetzt ein, zwei Tage farmt, ist man ruckzuck mit dem Level ziemlich weit oben. Ich hab's jetzt auf einmal mit dem Jing, ne? Seht ihr das? Das verschwindet die ganze Zeit bei mir. Das ist gar nicht vom Vorteil. Was auch immer ich jetzt anders mache wie vorher. Eigentlich nichts. Ja, hoffen, dass da jetzt noch ein Fisch kommt. Ja, auf jeden Fall fühlt euch frei, hier an dem See euch zu bewegen. Das ist, glaube ich, auch das A und O, dass man nicht an derselben Stelle immer steht. Das war's. Den kann man komplett reinkurbeln. Ich glaube, einen Wurf mache ich noch in die Richtung. Dann soll es gut sein. So. Müssen wir jetzt einmal die Position nach vorne aufs Boot. Da hinten ist zwar nicht das Loch, aber ja. Oh, ist aber auch tief genug. Definitiv tief genug. Da wo ich jetzt stehe, ist schon, denke ich, ziemlich okay. Gut, gut.
kann man sogar, ja, ich sag mal, dieses Absinken dauert normalerweise ziemlich lange, aber das stört ja einen nicht, weil, ja, da kann so ein vernünftiger Fisch mal beißen. Das weiß man hier. Und genau das ist das Gute daran. Gehe ich, ja, ich selbst gehe da ein bisschen anders dann dran. Und trotzdem das mit dem Jiggen. Okay, da war direkt doch einen schönen Biss, glaube ich. Da müssen wir die Bremse ein bisschen zumachen. Ah, ist doch. Ja, ist wieder nur Gold, ne? Ja, das ist wieder nur Gold. Also ist trotzdem ein vernünftiger Fisch wieder dran. Und genau darum geht es ja auch. Ja, ich sollte mal mit den dicken Ködern ein bisschen mehr rumprobieren, glaube ich. Werde ich die Tage mal machen. An ein paar anderen sehen. Mal schauen, ob ich da auch gute Erfolge haben werde. Weil hier, das ist ja, das ist schon ordentlich. Ja, es ist so ein 13 Kilo oder was der haben wird. Ja, 13 Kilo. Ja, trotzdem ist ein nice, nice Ding. Okay. Ja, der Spot läuft auf jeden Fall sehr gut. Oh, versucht euer Glück. Okay. Ja, jetzt kommen noch die beiden Drills von den beiden Diamant. Hey Buckaroo, down on the range if you need me. Auf jeden Fall. Ja, viel Spaß dabei. Ich sag ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.